Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu Trader Fox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der Trader Fox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. So, jetzt geht es ein bisschen weiter, allerdings mit gebremstem Schaum. Ich habe ja also fette Grippe mit fiesem Husten und deswegen, ich bin in diesem Clip jetzt hier, das ist der einzige, den ich heute mache. Ich habe echt keinen Bock, Scheine rauszusuchen. Ich gebe es ganz offen zu. Ich bin so schlapp, ich komme gleich wieder, ich gehe gleich wieder ins Bett. Es geht hier um BYD, SIX und Vonovia. Passt nicht zusammen, aber irgendwann passt es halt nicht mehr. Aber egal wie, BYD, SIX und Vonovia. So, und vor euch liegt der Chart von BYD. Ich habe leider über das System keine eingepflegten Termine gefunden. Aber es gibt ein paar andere Sachen. Das eine ist, die bauen jetzt ein Werk in Ungarn. Finde ich schön. Dann, sie haben ein KGV von 18. Mal zum Vergleich, Tesla ist irgendwo bei 65. Da weiß ich, welche Aktie ich präferiere. Ich saß in einem BYD im Februar in Thailand. Ich fand das Ding klasse. Leider war der Inhaber erst stolzer Besitzer seit 2 Tagen. Der konnte mir also nicht allzu viel darüber sagen. Aber jeden, den ich hier sehe und wo jemand da steht mit so einem Auto, frage ich, und seid ihr zufrieden? Allesamt hochzufrieden. Ich habe die Verarbeitung gesehen. Die sagen, es lädt schnell, es fährt gut, es geht weit. Die sind alle zufrieden. Das hatte ich damals, als ich das gleiche bei Tesla gemacht habe, in dem Grad der Zufriedenheit nicht erfahren. Und die Dinger kosten ein bisschen weniger. Ist jetzt die Frage, ob das einem gefällt. Ich finde so Gadgets lustig mit den Gitarrenseiten. Links auf der Fahrerseite kannst du also die ganze Zeit so spielen. Da. Finde ich sehr spaßig. Aber man muss es mögen. Ich mag das Ding, muss ich ehrlich sagen. Der Herr Dudenhöfer hat gesagt, dass durch die Streichung der Umweltprämie 200.000 Elektroautos weniger gebaut werden oder abgenommen werden. Da bin ich mir nicht so sicher, weil die werden, Tesla macht es ja überall schon vor, die werden halt die Preise runternehmen. Die müssen ihr Zeug verkaufen. Wenn sie die Preise runternehmen, geht es zulasten der Margin oder der Marge. Wie bei die betrifft es jetzt noch nicht so, die sind noch nicht so heftig vertreten in Deutschland. Die machen ihren Hauptumsatz in China und da haben die ja Absatzzahlen, das ist ja der helle Wahnsinn. Und BYD macht ja nicht nur Autos, die machen Züge und hast du nicht gesehen. Also in Bangkok gibt es auch diese E-Züge und also diese, ja, sag mal, nicht S-Bahn, ich weiß jetzt nicht, wie sie den nennen, auch von BYD. Ja, das ist schon, das ist eine große Firma. Und der chinesische Markt gehört denen. Eigentlich braucht da ein VW und ein Daimler, die brauchen da gar nicht mehr hinzugehen. Sie probieren es zwar, aber weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Der Markt, der Drops ist gelutscht, ist meiner Meinung. So, von den Analysten sind 94% positiv. 94% heißt, es wurden 33 Stück befragt. Ich habe diese Zahlen, habe ich aus Scalable. Ich weiß aber nicht, von wann das ist. Das steht leider nicht dabei. Aber von 33 Analysten sind 94% positiv. Wir haben hier diesen Support hier, das ist der Monatschart. Diesen Support, der ist sehr wichtig, bei 18,42 über die Monate oder über die letzten Jahre hinaus. Warren Buffett hat auch noch einen Stake da drin. Ich weiß aber jetzt leider nicht genau, wie viel Prozent. Vom Monat her sind sie noch ein bisschen weicher. Aber das Bild ändert sich gleich, vor allen Dingen durch den heutigen Tag. Heute ist, das ist die Woche. Und das gefällt mir sehr gut. Die haben auf die 200-Wochen-Linie aufgesetzt. Das haben die schon.
Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ja, also von oben kommend aufgesetzt. Das ist schon eine Unterstützung, die jetzt hier auch durch den Chart nochmal gezeigt wird bei rund 23. Das gefällt mir ganz gut. Auf diese kleine Linie komme ich gleich. Wir sind von der wöchentlichen Technik sehr tief, die wartet nur drauf zu steigen, aber wir haben hier eine Stabilisierung, das muss ich morgen bestätigen. Morgens Freitag, Wochenschluss, eine Bestätigung hier in dem Histogramm. Gefällt mir auch ganz gut. Das ist kein Hammer, aber das ist, ich weiß auch nicht, was das ist. Kein Invert, kein Umbrella Doji. Aber es ist ein positives Signal. Außenband raus, ins Band rein, gefällt mir gut. Und jetzt mal auf den Tag. In der Zwischenzeit, es gibt auf BYD nur ganz wenig Scheine, ich glaube 400 Stück. Wer will, guckt sich da mal einen raus. Aber ich selbst, das muss ich auch dazu sagen, ich habe die ersten gekauft, allerdings als Aktie. Das ist das, was mir heute gefällt. Die sind heute gestiegen um 4,16%, aber sie gehen über die 20-Tage-Linie und schließen deutlich drüber. Das hier, das war die eben angesprochene Linie, bei 25,87. Das ist der eigentliche Startschuss für eine Bewegung hoch bis zu dem Breakout hier, bis zu diesem Gap um die 28,40. Und wir sind von der täglichen Technik gut, gefällt mir wirklich gut. Also ich mag die. Ich denke, der Wert hat auch über die nächsten Wochen und Monate, sehe ich den eher bei 30 als bei, sagen wir mal, 20. Ich mag die sehr, finde ich gut. Die Autos finde ich auch schick. So, gucken wir jetzt mal auf Sixt. So, hier haben wir die Sixt-Monatschart. Und die bringen am 27.03. haben die ihren Jahresabschluss. Da sind immer ganz interessante Headlines dabei. Mietwagen zu Weihnachten meist billiger. Weiß ich nicht, ich habe noch nie einen über Weihnachten gemietet. Wegen Bahnstreiks 84% mehr Mietwagenbuchungen. Also ein Streik, den wir neulich hatten. Die Jahresziele sind gut. Der Quartalsumsatz knackt die Milliardenmarke. Also von den Zahlen her und allem ist Sixt eine feine Geschichte. Auf Monatssicht Stabilisierung über das Histogramm. Kleines Kaufsignal über die Stochastik. Ich habe hier, den werden wir gleich deutlicher sehen, so eine Zone eingezeichnet, die ist auch recht wichtig und zu den Fibos komme ich gleich. Gucken wir mal, also auf Monatssicht ist das durchaus okay. Dann, wir können hier einen Trend ziehen. Machen wir von hier. Und der ist auch nicht mehr weit weg. Der ist jetzt bei 111. Das kann relativ schnell gehen. Auf Wochensicht. Hier sieht man schon mal diesen Supportbereich hier. Das ist also eine ganze Zone hier, die hier unten ist, von 80 hoch bis zu 83. Das ist wichtig, dass die hält. Wir sind natürlich ein bisschen hoch. Die sind ordentlich gelaufen. Eben hier von der 80 hoch bis zu 100,50. Aber, und das ist das Problem, das hier ist bisher nur das 38er Retracement von dieser Bewegung hier. Also das ist auf jeden Fall ein Widerstand, das kommt auch hier hinten vom Chart her. Auch von hier war das mal ein seinerzeit ein Widerstand, hier ist es ein Support. Also das wird jetzt mal für die nächsten paar Tage nicht so einfach. Vielleicht sagen wir mal sogar 2-3 Wochen nicht so einfach. Die müssen sich erst hier mal ein bisschen abkühlen, so sehe ich das. Aber das Abkühlen wird nicht weit gehen, vielleicht bis zu 92, das ist die 20-Wochen-Linie. Also jetzt gucken wir mal hier im Tag. So, die Bänder gehen auf oder sind aufgegangen. Wir handeln an der 200-Tage-Linie, an dem 38er Retracement, an diesen Chart-Widerständen hier. Und das untere Band knickt nach oben. Vor dem Hintergrund glaube ich auch hier, sowohl auf Wochensicht, und die sind auf Tagessicht auch sehr hoch, Wochensicht, Tagessicht glaube ich, dass die erst noch mal ein bisschen atmen müssen. Bei der Woche war es eben so um die 92, im täglichen Chart ist es um die 94. Die sollten nochmal auf dieses Niveau hier gehen. Das verbindet sich mit den Hochs aus vom 15.11., vom 27.11. und mit diesen Widerständen, also mit diesen ehemaligen Unterstützungen. So muss ich es formulieren. Und der 20-Tage-Linie. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sofort hier hochrennen. Sehe ich jetzt nicht. Aber die gehen auch, glaube ich, nicht mehr, also meine Technik sagt nicht, dass wir hier drunter gehen. Wenn die um die 94 sind, sagen wir 92 bis 94,
finde ich, kann man da anfangen, durchaus was zu kaufen. Wer welche hat, sollte jetzt nicht wirklich nennenswert Angst haben. Dann haben wir Vonovia. Mal gucken, was da für Zahlen sind oder Termine. So. Vonovia, und zwar am 15.03. den Jahresabschluss. Ja, dauert noch ein bisschen. Fallende Zinsen, so sie es denn tun werden. Ich meine, momentan fallen sie ein bisschen, ja. Ist natürlich gut für die Baubranche. Ja, die haben nichtsdestotrotz haben sie das Problem mit dem Lieferzeugs. Also wenn ich hier sehe, bei mir hier in München, wie lange das dauert, bis so ein Haus fertig ist. Ich weiß jetzt nicht in Prozent, wie man das ausdrücken kann, aber vielleicht so um die 20% mehr Zeit brauchen die, um so ein Haus fertigzustellen. Weil die halt einfach nicht beikommen mit diversen Sachen. Ich habe nur eine Empfehlung gefunden von Analysten von JP Morgan mit einem Ziel von 31. Das ist der Tageschart, ist natürlich doof, ich sollte auf den Monat gehen. Hier ist er. Die waren auch schon mal höher. Ja. Aber dann hier runter, das war, warte, das war im März diesen Jahres, runter bis zu 15,30. Widerstand ist nicht nur die 200 Monatslinie, sondern das kommt auch durch diesen Punkt hier im Chart, der wird hier hinten bestätigt. Das heißt, der Bereich um die 37 ist schon fettes Brot, muss ich sagen. Also da gehen sie nicht so einfach durch, wobei sie hier überall gut aussehen. Dann haben wir die Woche. Und auch hier gelten sie schon ganz klar nach dieser langen Bewegung, die fast dauerhaft nach oben ging und hier auch wieder einen Widerstand hängt, um die 28, um die 29 herum. Ist so, dass die Technik ist schon sehr hoch hier über den Oszillator. Also die dürfte sich mit diesem Bereich hier schon schwer tun. So um die 29 rum. Wo sind sie denn jetzt? Im Moment sind sie bei 28,73. Ja? Vielleicht springen sie mal drüber, aber da kommt der nächste gleich hier mit 33. Aber natürlich, das sind 5 Euro, ist keine Frage. Mir sind sie hier ein bisschen zu hoch. Und wenn die Zinsen nicht bald EZB-seitig gesenkt werden, glaube ich, kommt da auch wieder so ein bisschen Enttäuschung rein. Das ist aber etwas, womit ich generell rechne. Ich wage zu bezweifeln, dass die EZB im ersten Vierteljahr die Zinsen senken wird. Das glaube ich nicht. Das sehe ich nicht. Jetzt sind wir hier im Tag. Wir gelten als überkauft, aber es ist immer noch positiv. Das ist auch noch positiv, aber auch nicht mehr so besonders. Das sieht auch hier nach dem Atmen aus. Das ist einfach zu viel hier von der 19, da diese. Das sind ja fast 50% hier hoch auf die 29. Das ist schon arg viel. Die anderen Immobilienwerte sind auch heftig gestiegen. Aroundtown war heute mal ein bisschen Minus, aber die sind alle ganz gut gestiegen. Von daher, die dürfen sich mal setzen. Ich erachte dieses Setzen nicht nur hier auf die 20-Tage-Linie, sondern durchaus hier nochmal in diesem Bereich von 24,5 rum. Und das wäre nur in Ordnung. Ich glaube nicht, dass ich mich da beeilen muss. Man muss jetzt hier irgendwie da wild hinterherrennen, die kriegen ihre Pause. So, sorry, also wie gesagt, keine Scheine heute. Ich gucke, dass ich die nächsten Filme, ich habe es ein bisschen umgestellt, weil ich einfach das nicht schaffe momentan. Das sind die nächsten Filme, da kommt Siemens und deren Energy, Fraport, Lufthansa, TUI. Dann, da kommen jetzt fast überall drei Werte rein in einen Film, aber es sind nur noch 6 Filme, na, der ist jetzt weg, noch 5 Filme und dann bin ich durch. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.